Neues Video, meine lieben Freunde. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich bin. Ich bin auf meiner Terrasse. Woher solltet ihr das auch wissen? Ihr kennt das noch nicht. Wir haben extra diese Plane drüber gemacht, damit ihr nicht sehen könnt, was dahinter ist. Aber ich wollte schon mal ein bisschen auf der Terrasse ein Video drehen. Deswegen sind wir jetzt hier in diesem mysteriösen Ding. Heute machen wir eine weitere Episode. Eine weitere Episode, oder? Heute machen wir einen weiteren Teil von mega wichtige Fragen beantworten. Das Format, in dem ihr mir eure mega wichtigen Fragen stellt. Ja, die sind wieder wirklich super smarte Fragen dabei. Sehr schlau, sehr durchdacht, sehr gute Fragen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Die erste Frage geht los. Das ist eine sehr wichtige Frage, eine sehr schlaue Frage, eine Frage, die einen auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und zwar, wann hast du dir das erste Mal eine runtergeholt? Ich sag das ohne... Ich versuch's zu sagen, ohne zu lachen. Wann hast du dir das erste Mal einen heruntergeholt? Tatsächlich... noch nie, denn ich habe keinen Penis. Ich weiß nicht, warum das viele irgendwie denken, aber nein, ich hab eine wunderschöne Vagina und die kann man nicht herunterholen. Danke für diesen Input. Nächste Frage, es geht genauso schlau weiter. Bist du dumm? Für diese Frage möchte ich gerne meine Schwester zu Rate ziehen. Aliana, ich brauche deine Hilfe. Ich habe hier eine Frage und ich bin mir nicht genau sicher, wie ich die beantworten soll, weil ich finde, das kann man auch sehr schwer über sich selbst sagen. Hier steht, also ich werde gefragt, bist du dumm? Was wäre dein Statement dazu? Ja. Nächste Frage, und davon habe ich eine mit reingenommen, weil wirklich 700 Menschen das gefragt haben und ich das ein bisschen beunruhigend fand, nämlich, seid ihr jetzt wirklich in einer Beziehung oder verarscht ihr uns einfach nur? Es haben wirklich sehr viele Fragen, die gesagt haben, verarscht ihr uns einfach nur, es ist ein Prank, es ist ein Troll, lügt ihr, warum macht ihr das, warum sagt ihr das? Ja, Toni und ich sind wirklich in einer Beziehung, ja, wir haben es öffentlich gemacht, aber nein, ich möchte da jetzt kein großes Thema draus machen, ich würde einfach nur gesagt haben, damit es nicht komisch ist, wenn ihr uns draußen auf der Straße seht und euch denkt, hä, warum halten die Händchen, hä, warum küssen die sich? Ich wollte, dass es so ein wackes Geheimnis ist, was dann irgendwie so nervig rauskommt. Also deswegen haben wir es öffentlich gemacht. Ja, das ist kein Witz. Ich weiß nicht, warum das so viele denken. Es ist kein Witz, es ist keine Verarsche, es ist kein Prank. Warum denkt ihr das von mir? Ich habe doch noch nie auch nur einen Prank auf YouTube gemacht. Ich bin nicht dafür bekannt, meine Community anzulügen. Warum? Ach, ist die Wahrheit. Stop. Nächste Frage, sehr smart auch. Schon mal Scheiße gegessen. Ich weiß nicht, warum diese Fragen dieses Mal so wunderbar schlau sind, aber nein, ich habe noch nie Scheiße gegessen. Du? Warum? Nächste Frage. Warst du schon immer so lustig und verrückt wie jetzt? Danke für das Kompliment, I guess. Hier ein kleines Foto, wie ich aussah mit 5. Also ja, war schon immer eine mega Partykanone. Mega gut gelaunt gewesen. Immer sehr glücklich am Start. Wir sind in der Küche angekommen. Wow, hier fühle ich mich am wohlsten als Frau. Nächste Frage, liebe Freunde. Wie geht es dir? In Klammern. Diese Frage soll dich nicht zum Heulen bringen. Warum sollte ich... Gut? Wie geht's gut? Nächste Frage. Wann kommt der nächste Merch-Drop? November? Wir planen November. Ich hoffe, wir schaffen es, aber so Anfang November? Nächste Frage. 20 Jahre, zocke nur, kein Abschluss, kein Führerschein. Sind das die Gründe, warum ich keine Dates habe? Nein. Aber ich denke, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause rumsetzt und darüber rumholst, dass du nichts tust, außer zu zocken, keinen Abschluss hast, keinen Führerschein, keine Ausbildung oder whatever anfängst und dann heulst, dass du keine Dates hast, so I guess. Das ist das, was jemand unattraktiv macht. So eine Person, die halt so in so einem Selbstmitleid versinkt. Keine Ahnung, ich bin 23, zocke nur, hab keinen Führerschein. Ja, Abschluss habe ich, aber... Mein Abiturzeugnis finde ich immer irgendwo verteilt in der Wohnung. Küchenrenovierung. Was ist das für ein Schrank hier oben? Boah, irgendwelche Anleitungen von der Schwachsinn. Was ist das denn? Vielleicht ist es einfach so, du bist, was du isst. Aber abgesehen davon bist du auch das, wie du dich verkaufst. Wenn du sagst, hey, ich bin 20 und habe mehr zu bieten als einen Führerschein oder einen Abschluss. Nämlich folgende Qualitäten. Besser. Aber wer bin ich schon, der sowas beantworten kann? Nächste Frage. Die erste wirklich gute Frage, die wir in dem ganzen Video hatten. Welche Art von Türgriffen magst du am meisten? Also eher so Knüppel oder Klinken etc. Okay, ich bin sehr großer Fan von Klinken, aber nicht diese geraden Klinken. Ich mag Schnörkel. Schnörkel klinken cool. Knüppel gerne. Drehknüppel, die glatt sind, wack. Drehknüppel, die so ein bisschen auch Textur haben, dass man auch ordentlich greifen und drehen kann, gerne. Gute Frage. Nächste Frage. Anissa, die heilige Türklinke. Oh mein Gott, du hast recht. Warum erinnerst du mich an dieses traumatische Ding, Aliana? Als ich 8 Jahre alt war, habe ich in der Bild-Zeitung gelesen von einem Typ, der eine eigene Religion gegründet hat, das heilige Nudelsieb oder so. Der hat das durchgebracht und durfte aus seinem Ausweis ein Nudelsieb als Hut tragen. Ich fand das sehr witzig. Also dachte ich mir mit, wie alt war ich, 8, 9, 10? Dachte ich mir, ich will auch meine eigene Religion haben. Also war ich, wir haben die Religion heilige Türklinke. Und
Ich wollte es durchziehen, weil ich wollte es in meinem Ausweis steht. Religion, heilige Türklinke. Also habe ich 6, 7 Monate lang jeden Tag ein erfundenes Gebet an meine Türklinke gesprochen. Warum hast du dich daran erinnert, Aliana? Du hast mich jeden Tag getreten, dass ich diese Türklinke anbeten muss, bevor ich durchgehen darf. Stimmt. Du musstest auch die Türklinken anbeten. Ich war ein sehr komisches Kind. Diese Fragen sind so smart. Nächste Frage, hast du Brot? I guess, haben wir Brot? Ja, das gute Bio-Eiweißbrot. Ja, das ist auch eine super gute Frage. Mein Bruder ist homophobic. Wie bringe ich ihm bei, dass das LGBTQ+ natürlich und normal ist? Zeig ihm Boku no Pico. Er wird's lieben. Vielleicht nicht. Zeig ihm vielleicht nicht Boku no Pico. Warum ist das das Erste, woran ich gedacht habe? Was gibt's noch? Was kann man Leuten, die homophob sind, sagen, zeigen, damit die kein Problem mehr damit haben? Therapie. Ein aufklärendes Gespräch. Ein aufklärendes Gespräch? Schläge? Keine Schläge. Aber vielleicht zeigst du ihm auch einfach nur einen richtig tollen Lesbenporno und sagst ihm, das würde es nicht geben, wenn es keine Homosexuellen geben würde. Und vielleicht bringt das ihn dazu zu sagen, hey, Homosexuelle, das hat auch was Positives. Wir sind in meinem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber ich habe eine neue Couch. Die sieht fast so aus wie die andere Couch, aber das Gute an ihr ist, sie ist nicht vollgepisst. Finny! Hi! Jonas! Was denn? Na, komm mal her! Finny, nächste Frage machen wir zusammen. Bist du am Atmen? Bist du am Atmen? Aber du bist jetzt am Atmen. Dir ist jetzt sehr bewusst, wie du atmest. Dir ist sehr bewusst, wie langsam du atmest, wie schnell du atmest. Du achtest auf deine Atmung. Du atmest ein, atmest aus, atmest nochmal aus. Nein, du atmest ein. Oh, jetzt bist du durcheinander gekommen. Ah! Nächste Frage. Ist dieser Gaming-Kanal real von dir? Ja, ich habe einen Gaming-Kanal. Annie the Duck Gaming heißt der, falls ihr den abchecken wollt. Würde mich freuen. Ist noch ganz kleiner neuer Kanal. Da lade ich ab und zu ein paar Gameplay-Sachen hoch aus dem Stream und so. Würde mich freuen, falls ihr da Bock drauf habt. Gute Frage. Wie viele Menschen hassen dich jetzt wegen deinen Umzügen, Umstylings-Aktionen? All meine Freunde haben mich bei ihrem Telefonanbieter blockieren lassen, weil ich sie schon nicht anrufe und sage, hi, kannst du mir beim Umziehen helfen? Hi, magst du beim Renovieren helfen? Hi, ich würde das nochmal umgestalten wollen. Hast du Bock mitzuhelfen? Das Problem ist, all meine Freunde sind wahnsinnige Süßis, die nicht Nein sagen können. Das ist der einzige Grund, warum sie mit mir befreundet sind. Und deswegen... Süß. Und deswegen hassen sie mich alle. Aber zumindest liebt mich Finn. Oh. Bibi-Maus, oh, so kleini. So, wir sind im Streamraum. Hier bin ich zu Hause. Zumindest ein Drittel des Tages oder so. Weiter geht's mit den nächsten Fragen. Welche Pizza würdest du Sturmwaffeln ins Gesicht werfen? Gar keine. Pizza ist viel zu wertvoll. Nächste Frage. Hassen dich deine Katzen? Ja, sie hassen mich so sehr. Oh mein Gott, Maro hat Depressionen bekommen. Jeanne weckt mich jeden Morgen aus dem Bett. Steht auf mir drauf. Mau, mau, mau. Ich gebe ihr Futter, die ist so. Mau, mau, mau. Finn liebt mich. Jeanne liebt mich manchmal, Maron hat Depressionen. Ich habe Angst, dass Maron vielleicht irgendwann aus dem Balkon springt. Und ich muss Finn bald kastrieren lassen, dann hasst sie mich auch. Und dann habe ich quasi alle Katzen verloren, die mich gern haben. So. Nächste Frage. Finny! Na, da komm mal her. Bist du heute Gast im Video? Du bist heute Gast im Video, ne? Warum sind meine anderen Katzen nicht hier? Weil du die Einzige bist, die mich liebt. Lieb mich noch so lange, du deine Gebärmutter hast. Danach wirst du mich hassen. Nächste Frage. Wie sehen eigentlich Babytauben aus? Beziehungsweise hat dich schon mal irgendwer welche gesehen? Gute Frage, actually. Ich kenne nur große Tauben. Ich habe noch nie eine kleine Taube gesehen. Ich habe nur erwachsene Tauben gesehen. Spawnen die als Erwachsene? Ist das ein Fehler? Aua, in der Matrix, den wir entdeckt haben. Fini, bitte kratz mich nicht. Ich kann nicht meine Stories delivern, wenn du mich kratzt. Ja, noch nie gesehen. Long, hast du schon mal so eine Babytaube gesehen? No. Also, ich bin schockiert. Ich werde später Fotos von Babytauben googeln. Wow! Oh, süß! Nächste Frage. Entsprichst du den Erwartungen deiner Mutter oder bist du eher eine Enttäuschung? In Klammern berufbezogen. Meine Mama sagt, dass sie sehr stolz auf mich ist mit allem, was ich mache und dass ich auf mich aufpassen soll. Meine Mama mag mich. Meine Mama war sich am Anfang ein bisschen unsicher, aber mittlerweile ist meine Mama, steht sie sehr hinter mir. Meine Mama mag mich, okay? Sie hat mich eingespeichert und ist die beste Tochter der Welt, obwohl ich eine Schwester habe. Sie ändert es nicht. Ich habe es zwar so eingespeichert, aber sie ändert es nicht. Fick dich, Aliana. Nächste Frage, meine lieben Freunde. Ja,
Da sind wir am Peak-Level angekommen von nicen Fragen, die wir für dieses Video hatten. Vielen herzlichen Dank fürs Einschicken. Falls ihr beim nächsten Teil von mega wichtige Fragen beantworten dabei sein wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram. Denn da poste ich das immer in meine Story rein und wenn ihr das seht, dann könnt ihr da was reinschreiben. Danke fürs Zuschauen. Folgt mir doch gerne auf Twitch, da streame ich nämlich fast immer. Und folgt meinem zweiten Kanal, denn da kommen daily coole Videos online. Folgt meinem dritten Kanal, Annie the Duck Gaming, gibt's jetzt auch. Denn da kommen Gaming-Videos, also falls ihr auf sowas Bock habt, würde mich freuen. Ansonsten, danke schön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Warum muss ich gute Nacht sagen? Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht, guten Tag, guten Abend, guten Start, wie auch immer, in was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.